Die Verlaufsform in den romanischen Sprachen. Ein Vorbild für den deutschen Amprogressiv? Die rein hypothetisch gestellte Frage wird im Folgenden anhand des spanischen Gerundius Simple diskutiert. Es dient als exemplarischer Vertreter der progressiven Formen der romanischen Sprachen. Das Gerundio wird aus dem Hilfsverb estar und dem Wortstamm eines weiteren Verbs gebildet sowie regelmäßig durch die Endungen ando oder iendo ergänzt. Als Beispiel dient estoy hablando. Üblich sind folgende Übersetzungen ins Deutsche: ich spreche gerade, aber auch ich bin am Sprechen. Der Grad der Akzeptabilität letzterer Form ist für das Standarddeutsche umstritten. Kritiker verweisen auf die traditionelle Form mit gerade, um die Progressivität auszudrücken. Die überregionale Verbreitung der Verlaufsform mit am im deutschen Sprachgebiet widerspricht jedoch. Sprache als ein lebendiges, sich ständig veränderndes System, das durch den Gebrauch und die Interaktion ihrer Sprechenden geprägt wird, folgt an dieser Stelle ihren eigenen Regeln. Der fortschreitende interlinguale Austausch während der letzten Jahrzehnte könnte zu Veränderungen im Sprachsystem beigetragen haben. Es scheint beinahe so, als erkenne die deutsche Sprachgemeinschaft das semantische Potenzial des progressiven Aspekts, um die eigenen Möglichkeiten, Progressivität auszudrücken, zu erweitern. Das Gerundio gilt als voll grammatikalisiert und ist im spanischen Sprachraum allgegenwärtig. Das zeigt auch diese Grafik, die durch das spanische Corpus del Español del Siglo XXI generiert wurde. Die Grafik zeigt die durchschnittliche Häufigkeit des Gerundios, ausgedrückt als Anzahl der Vorkommen pro 1 Million Wörter, unterteilt in verschiedene Themenbereiche. Die Gesamtfrequenz beträgt 1017,78. Auch zeigt sich im Spanischen ein ähnliches Phänomen wie im Deutschen. Der Gebrauch der Verlaufsform ist im mündlichen Sprachgebrauch deutlich höher frequentiert als im schriftlichen. Ihre Funktion, eine Handlung, die aktuell stattfindet und noch nicht abgeschlossen ist, zu betonen, haben beide Sprachen ebenfalls gemeinsam. Könnte es also sein, dass die progressiven Formen der romanischen Sprachen dem deutschen Amprogressiv als Vorbild dienten?